Sehr geehrter Herr Schwaller, in Ihrer Ständeratsmotion zur IV-Sanierung vom 27. September diesen Jahres fordern Sie unter anderem eine Verbesserung der Betrugsbekämpfung sowie Maßnahmen zur Eingliederung insbesondere psychisch behinderter Menschen. Als Betreiber der umfangreichsten Schweizer Nachrichtenplattform zum Thema Behinderung sind wir bestens über die Folgen der letzten beiden IV-Revisionen und des allgemeinen Spardruckes informiert. Unser Fazit: Die Invalidenversicherung ist strukturell und personell nach wie vor nicht in der Lage, die ihr zugedachte Rolle einer Eingliederungsversicherung wahrzunehmen. Um den öffentlichen Erwartungen dennoch gerecht werden zu können, verweigern die IV-Stellen willkürlich Leistungen, währenddem Statistiken beschönigt und mit geschickten PR-Manövern sachdienliche, kritische Debatten in der Öffentlichkeit verhindert werden. Wenn die IV nachhaltig saniert werden soll, müssen etablierte Strukturen und Sichtweisen überprüft werden. Lassen Sie mich kurz erläutern, was uns zu dieser Annahme führt. Erstens: Die im Rahmen der 5. IV-Revision getroffenen Maßnahmen zur Eingliederung von IV-Rentnerinnen in den ersten Arbeitsmarkt sind kostenintensiv, liefern aber keine Resultate. Im BSV-Forschungsbericht zur Evaluation der 5. IV-Revision, das ist der Bericht Nummer 1312, wird zwar lobend und ausschweifend ausgeführt, dass die beschlossenen Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Derselbe Bericht hält aber auch ganz klar fest, dass diese Maßnahmen bislang keine messbaren Effekte zeigen. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch folgendes Zitat von BSV-Sprecher Harald Sohns: Wenn die IV gemäß ihrem Auftrag jemanden erfolgreich eingegliedert hat, heißt das nicht zwingend, dass diese Person eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden hat. Zweitens: Seit Inkrafttreten der 5. IV-Revision häufen sich Fälle von willkürlichen Leistungsverweigerungen, die die Versicherten nicht nur finanziell, sondern zum Teil auch gesundheitlich bedrohen. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, schrecken die IV-Stellen noch nicht einmal davor zurück, Gutachten abändern zu lassen oder missliebige Journalisten unter Druck zu setzen. Diesbezüglich empfehlen wir Ihnen einen Besuch auf unserer Website, auf der wir entsprechende Artikel regelmäßig verlinken. Als besonders abscheuliches Beispiel sei hier der Fall des 2-jährigen Elias Blatter genannt, dem zwischen 2 Herzoperationen ein Aufenthalt in einer deutschen Reha-Klinik verordnet wurde. Man muss dazu sagen, dass es ein vergleichbares Angebot in der Schweiz nicht gibt. Die IV-Stelle Luzern verweigerte die Kostengutsprache, sodass der Reha-Aufenthalt am Ende von einer gemeinnützigen Stiftung bezahlt werden musste. Es ist nicht Sinn der Sache, wenn in Not geratene Menschen wie die Eltern von Elias auf private Almosen angewiesen sind, obwohl sie jahrelang IV-Beiträge bezahlt haben. Drittens: Die jährlichen Betrugszahlen des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV sind irreführend. Jedes Jahr ist dort von etwa 300 Fällen die Rede, obwohl laut demselben Bundesamt lediglich etwa 30 Strafanzeigen pro Jahr eingereicht werden. Betrug und der Versuch sind aber Offizialdelikte. Somit ist eine strafrechtliche Untersuchung bei einem begründeten Verdacht zwingend. Gibt es kein Strafverfahren, gibt es keinen Verdacht und keinen Grund, von Betrug zu sprechen. Wie viele dieser wenigen Anzeigen zu einer Verurteilung führen, veröffentlicht das BSV übrigens nicht. Bedenkt man, welche Ressourcen die Invalidenversicherung zur Betrugsbekämpfung aufwendet und dass das Bundesgericht die Befugnisse der IV-Detektive stark ausgeweitet hat, man denke da nur an das Balkonurteil, sind diese Zahlen sehr mager. Das wird besonders deutlich, wenn man die Summe der ergaunerten IV-Leistungen mit denen privater, viel kleinerer Versicherungen vergleicht. Das alles lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Der IV-Betrug ist nicht annähernd so umfangreich, wie seit Jahren behauptet wird. Die übertriebenen Darstellungen des BSVs und der IV-Stellen dienen womöglich dazu, die Öffentlichkeit von Fällen wie dem unter Punkt 2 beschriebenen abzulenken und ein Umdenken von Entscheidungsträgerinnen wie Ihnen zu verhindern. Immerhin wurden mit den vergangenen Revisionen bei der IV zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen, die es zu verteidigen gilt.
Angesichts dieser Tatsachen halten wir es für dringend erforderlich, die Revisionsbemühungen zu pausieren und die beim BSV und den IV-Stellen herrschenden Missstände von unabhängiger Seite untersuchen zu lassen, zum Beispiel durch eine PUC. Damit meinen wir sowohl die den Versicherten gegenüber begangenen Missbräuche als auch die Unfähigkeit der IV, ihre ursprüngliche Kernaufgabe als Eingliederungsversicherung wahrzunehmen. Die Resultate einer solchen Untersuchung dürften bei der Ausarbeitung einer zielführenden siebten IV-Revision weitaus hilfreicher sein als die bislang betriebene parteipolitisch motivierte Polemik. Eine weitere repressive Sparvorlage dürfte es hingegen schwer haben. Die von den IV-Stellen verursachten Skandale führen nach und nach zu einem Umdenken in der Bevölkerung und auch die Behindertenorganisationen haben aus ihren in der Vergangenheit begangenen Fehlern gelernt. Und je mehr Zeit wir ungenutzt verstreichen lassen, umso länger müssen schwerkranke und behinderte Menschen unter den herrschenden Missständen leiden. Das kann unmöglich in ihrem Interesse sein. Freundliche Grüße.